Hey, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18 Karriere. Wir sind wieder da und wir spielen heute gegen Regensburg. Gegen Jan Regensburg. Gegen Jan. Jan Regensburg spielen wir heute. Sunmaker gegen Netto. Weißt du Bescheid? Das ist unsere Aufstellung. Benjamin im Sturm für Adaiz, der in der letzten Folge noch in der Startformation stand. Hüsing spielt für den verletzten Götze. Der hat sich den Knöchel verstaucht. Der fällt jetzt erstmal 3 Wochen flach. Das ist sehr ärgerlich, weil der halt gerade so auf dem Top-Level war, weil der halt wirklich gut gespielt hat. Der war richtig nice drauf. Ah, und jetzt fällt er halt verletzt aus. Ah, ich bin tot. Naja, was willst du machen? Naja, und jedenfalls, Hüsing ersetzt ihn. Ja, wir haben da einfach mal die... Oh, macht er den rein? Nee. Wir haben einfach mal die Erfahrung genommen. Hüsing, wie gesagt, erfahrener Spieler. Es pisst wie aus Eimern, wie ihr seht, gegen Jan Regensburg. Und vorne spielt Vanevic für Owusu. Der ist nicht verletzt, sondern er kriegt einfach ein kleines Päuschen. Wir hatten eine englische Woche gehabt, da kann man ruhig mal ein bisschen verschnaufen. So. Wir sind im Moment Dritter. Und, naja, wie soll ich sagen, ich bin recht zufrieden damit. Ja, als Dritter hier reingesplasht, das ist vollkommen easy peasy. Also ich weiß nicht, ich finde, damit kann man leben. Nice, Schiri, nice. Bist ein geiler Dude, ey. Oh. Benjamina, den kann man aber auch ein bisschen verbuten vielleicht, ne? Oh, Vorsicht. Oh, nein. Schade. Vorsicht, oben ist Platz. Da ist richtig viel Platz. Der sah ungefährlicher aus, aber er war doch irgendwie gefährlich. Sehr mysteriös. Auch das wieder hier. Rostocker Verteidigungskunst. Und jetzt mal nach vorne damit. Holthaus. Schön mit einer Körperdrehung den Spieler stehen gelassen. Dann wird es schwierig. Dann gibt es den Querfehlpass. Das ist immer schön. Benjamina ist irgendwie AFK gerade, sagt er. Ist nicht da, sagt er. Vanevic, schön. Und dann hier super den Ball behauptet. Wunderbar. Ja, Benjamina. Der tankt sich da easy durch. Oh. Der hat immer richtig Bock. Der ist dran. Der ist drauf. Uff da. Vanevic. Mitgefühl. Schade. Vanevic, der ist richtig aktiv gerade. Guck dir das an. Schönes Ding. Und? Oh mein Gott, Benjamin! Holy shit. Oh, schöner kann man den nicht... Och, komm. Schöner kann man den noch nicht in die Füße gespielt kriegen, Mann. Oh. Komm. Ist nicht sein Ernst. Wieder Vanevic. Ja, der schickt Rankovic da auf eine ordentliche Reise. Und Alibas macht das auch gut. Kann der Ball aber leider nicht behaupten. Oh nein! Ja. Achtung. Schönes Ding da unten. Den Ball direkt wieder geholt. Na, so! Ei. Zum Glück spielt er den Ball. Schön. Nein! In die Füße von Oxford. Und der verschafft sich Platz. Mit 1-2 guten Bewegungen. Behauptet dann gerade so den Ball. Alibas. Nee. Ja! Warum nicht? Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Den Gegner da ein bisschen zu überraschen. Aber jetzt kommt erstmal Niedfeld gegen Hüsing. Der ist weg. Er ist nicht weg. Was laberst du da, Tobi? Freis. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich den nicht gesehen? Und auch hinten. Hinten, auch hinten ist Vanevic aktiv. Also. Ne? Was? Ja. Also, vor der eigenen... ach, egal. Ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Vanevic ist hinten aktiv. Scheiß drauf.
Alibas. Der Doppelpass kam zu früh von Vanevic und Alibas. Leider Gottes. Hüsing hat bis jetzt noch keinen Zweikampf gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ganz im Gegenteil. Der schimmelt da hinten in der Verteidigung rum. Lässt Niedfeld aus den Augen und der macht das 1:0. Ja. Hüsing rennt einmal an ihm vorbei, lässt ihn vorbei. Du lässt einen Abwehrspieler nicht vorbei, wenn er in Richtung deines Tores läuft. Das macht man nicht. Zweites Saisontor von Jonas Niedfeld. Und die 1:0-Führung für den Jan. Den Regensburger. Holthaus. Haben wir ein kleines Heimproblem hier? Ich habe das Gefühl. Naja, warte mal. Benjamina. Ich geh ins Bett, ciao. Digga, der kriegt den schon wieder so perfekt in die Füße gelegt. Er nimmt ihn an. Und er schießt ihn immer noch einen halben Meter daneben. Und ich habe Benjamina heute das Vertrauen geschenkt, weil ich dachte, ah, der hat richtig Bock. Ja, easy. Oh, Fair behauptet den Ball hier gegen drei Leute. Schönes Ding. Vanevic. Digga. Also mal gucken, ich würde ja vielleicht dann zur Halbzeit doch mal abbringen nochmal. Ich muss sagen, der hat mir gegen Duisburg richtig gut gefallen. Hat zwar auch hier und da mal eine Chance versemmelt, klar. Aber es passt auch. Erster gewonnener Zweikampf von Hüsing und dann setzt Henning da mal einen rein. Und Alibas versucht da in Szene zu setzen. Der aber auch längst nicht mehr so spritzig wirkt wie am Anfang der Saison, wo er dann mal eben drei Tore geschossen hat. Was mache ich da? Ich habe auf Fair gewartet, das war ein großer Fehler. 2:0. Oh, Früchte! Schönes Ding von Früchtel. Einfach mal weggekantet, das Ding in Vorsicht, ist aber immer noch heiß. Gut geblockt. Yes, schön und dann auch noch so perfekt. Alibas. Na, wir müssen Fair da ein bisschen steiler auf Reisen schicken. Warum rennt er denn nicht? Der spielt den fucking linken Flügel. Der hätte eigentlich eben easy peasy lang speeden müssen. So. Wie so ein Formel 1 Auto. Warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? Ich versteh's nicht. Holt aus. Ah, Ball vorbeigetreten, Mensch. Vanevic. Zwischen super genial und keine Ahnung. Amateurniveau. Oder so. Irgendwo dazwischen. Ah, Fair. Gewinnt da keinen Blumentopf. Kannst sagen, was willst, ne? Kommt ja nicht vorbei, der alte Sack. Sehr gut. Alter. Es ist wieder so ein Spiel wie gegen Bielefeld, Mann. 1:0, gleiches Halbzeit. Das ist nicht geil. Benjamina. Alibas. Vanevic! Vanevic! Was machst du? Na, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Den hat Rankovic und den hat Früchtel. Oh, muss Holthaus bei der Ballannahme durchaus aufpassen. Henning. Vielleicht muss der das mal ein bisschen in die Hand nehmen hier. Ulfric Henning. Schön. Alibas, komm schon. Ficken. Ach nö, schöne Drehung von Niedfeld. Was hat der denn heute genommen? Und Hüsing kommt nicht hinterher. Hüsing kommt hinterher. Und wie er kommt. Oh, die Chance gerade, ne, von Alibas. Oh. Ist das mies. Machst du nix, ne? Machst du nix, guckst du zu. Extrem ärgerlich. Der hätte drin sein müssen.
Gar keine Frage. Wir gehen mal ein bisschen in die Offensive. Ich weiß, wir sind defensiv in diesem Spiel nicht wirklich stark. Wir müssen irgendwas probieren. Benjamina, mit links. Nee. Aber immerhin mal aufs Tor und nicht wieder daneben. Oh, Vanewetsch, was machst du denn? Komm, ey. Benjamina und Vanewetsch, ich habe so große Hoffnung in euch gesetzt in diesem Spiel. Oh. Benjamina fehlt scheinbar sein Vorlagengeber, Götze. Und Vanewetsch, ja, keine Ahnung. Er ist so ein Good-Season-Spieler, wa? Wenn das Wetter stimmt, bin ich gut. Na komm, wir müssen was machen da vorne. Das geht ja gar nicht. Wir bringen ab. Wir bringen Kanada ist auch hinter der Spitze spielen. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben, oder? Ja. Man kann es ja mal probieren. Und wenn nicht, funktionieren wir ihn halt um. Zur hängenden Spitze oder zum... Weiß ich nicht. ZDM, ZOM, irgendwas. Guck mal da oben, guck mal da oben. Jetzt ist... Adibas, schön. Holt sich das Ding. Langes Bällchen auf Fair, der kommt jetzt auch mal an. Und das ist doch nicht wahr. Da ist niemand. Fuck. Fork. Ne. Hör doch auf, Junge. Schön. Schön. Hedding. Warte weg. Junge, okay, gib den Ball frei. Was ist bei dir verkehrt? Schön, Fernando. Ankovic. Jungs, kloppt mal gegen den Ball jetzt, komm. Jetzt ist mir der Muschi-Fußball hier aber mal auf zu Ende. Unfair. Hier, die wissen ganz genau, wo sie ansetzen müssen. Warum geht die immer so weit vor Tor? Schön. Adibas. Mit links. Ah. Wenig Erfolgsaussichten. Aber wir drücken noch mal ordentlich. Regensburg hat gerade richtig Probleme da hinten. So, jetzt mal zwei neue. Flanke kommt. Eckball. Ah, da ist sofort verletzt, oder was? Oder hat er sich da gerade so hingesetzt? Ah, was ist das denn? Komm schon, Junge. Fair macht die Ecke. Die ist gut. Mann, ey. Nein. Mann. Nee, steh auf. Digga, das ist so ekelhaft gewesen. Das war so eine richtig hässliche Schwalbe. Beide Innenverteidiger jetzt gelb. Hör doch auf. Und er beschwert sich auch noch. Ach komm, Alter. Er fällt einfach mal 10 Stunden, nachdem wir ihn gefoult haben, ey. Und da beschwert er sich auch noch. Da muss ich aber Rot geben für. Halt's Maul. Hä? Ja. 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 Eben. Eben. Genau meine Rede. Wenn schon, denn schon. Bro. Ab. Komm, Adais. Mach was, Baby. Gibt's nicht. Schönes Ding von Adais. Schön den Ball geholt. Und Henning, das ist eine Frechheit. Komm, Henning. Du kannst das besser. Ich weiß das. Oh, und Adais vertändelt da wieder den Ball. Wie vorne im Sturm immer. Ja, egal. Komm. Musste mitnehmen. Das ist, die werden wieder frei aufs Tor da gelaufen. Das geht gar nicht. Niedfeld geht runter. Und Zalto oder Zalto, irgendwie so, das kommt aufs Feld. Fair. Wir arbeiten uns wieder nach vorne. Ab. Und wir nehmen Rankovic da oben mit. Der wiederum nimmt Best Buddy Alibas mit. Und das Ding wäre gut gewesen für Ab. Oh ja, warte mal. Nado, guck dir dann an.
Adi, was? Ey! Digga! Er haut einfach mal den Fuß rein, ist ihm scheißegal, sagt er. Schönes Ding von Oxford, einfach mal weggedrückt. Mal eben. Schön! Ficken! Ja, Mann! Ab! Warte mal, fair! Und jetzt! Da, du! Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ab! Boom! Bada beam, bada boom. Der Arpinator ist am Fieten. Keine Ahnung. Oh, wird irgendwas Episches droppen. Nach dem Ding. Sauber. Schönes Tor. Oh, warte mal, vielleicht lassen wir das gerade mal so. Denn. Ah. Schade. Oh, nicht. Schade. Kriegen wir nicht. Haben wir nicht. Können wir nicht. Weiß ich nicht. Achtung. Salto. Oder Salto. Ich, wie spricht man denn aus? Ich weiß es nicht. Schön. Ah, egal. Ah, da ist. Vielleicht ist das der Pass von ihm in diesem Spiel. Ab ist nicht im Abseits. Leck mich fett. Oh. Ja, aber unsere Spieler sind down, Alter. Die können nicht mehr. Wirklich, die sind richtig down. Oxford lässt sich da ein bisschen erstmal ein bisschen Zeit gewinnen. Das ist super. Ah, schön den Rücken. Sauber. Und wieder. Nado mit vorne. Und wieder macht der Zehnverteidiger Alibas. Warum schießen die denn nie? 83. Wir müssen gar nicht so Stress machen. Ist alles gut. Oxford. Langer Ball auf Fair. Kommt nicht an. Handspiel. Wäre wieder von uns das Handspiel gewesen. Okay. Ja. Mensch, meinst. Ich glaube, du spinnst. Stark von Oxford. Schönes Ding. Schöner Ballgewinn. Der Pass war unnötig. Ja. Hösing. Holthaus. Langer, weiter, hoher Ball auf Alibas. Da geht er so nur nach vorne. Wo willst du sonst hin? Alibas! Schönes Ding. Da ist Fair mit dem Kopf. Warte mal, Adais. Ich würde alles zurücknehmen, Bruder. Oh. Kriegt er aber nicht geschissen, sondern schiebt er den Spieler irgendwie vor sich hin. Da kommt noch mal einer. Hier. Ach, leck mich doch. Adais. Komm, Baby. Komm. Oh, Mann. Jetzt sind wir zwei Fußlängen weg vom Ball. Das ist doch scheiße. Oh, leck mich. Hm, ich wollte gerade sagen, oben ist ziemlich offen, aber Oxford kommt. Nee. Nicht gegen Hundenhüsing, Alter. Ab. Der Pass hätte besser kommen müssen auf Alibas, Mann. Ja. Ah, da ist. Vielleicht ist Ab da. Oder irgendjemand. Das ist so ärgerlich. Mann! Ach komm, ey. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns, finde ich, den Sieg schon verdient gehabt. Wir haben ja ab der 70. Minute haben wir sowas von Powerplay die ganze Zeit nur gegeben. Alter. Aber Jan Regensburg war ein guter Gegner. Ich glaube, als Zuschauer ist das ein spannendes Spiel gewesen. Weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es als Zuschauer richtig spannend war. Schade, ich hätte gerne den Sieg mitgenommen. Naja, was soll's. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen mal eben da unten noch schnell Spielerentwicklung. Ich baller die hier nochmal rein und in der nächsten Session oder in der nächsten Folge wechseln wir dann auf jeden Fall die Trainingssession wieder. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, Wusa hat fast ein Level up. Nice. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, checkt die nächste Folge. Geht dann weiter. Morgen um 14 Uhr, glaube ich, mit FIFA 13. FIFA 13, genau.
Mit FIFA 18 Karriere. Haut rein. Bis dahin.